So, guten Abend allerseits. Es freut mich sehr, Sie im Namen des Instituts für Public Sector Transformation an der Berner Fachhochschule hier an der BFH Wirtschaft zu begrüßen. Mein Name ist Matthias Stürmer, ich bin Leiter des Instituts und in dem Sinn arbeite ich eben jetzt seit bald einem Jahr mit Marcel zusammen. Es freut mich sehr, jetzt Sie an dieser Public Lecture oder eben ganz inoffiziell die Antrittsvorlesung von Marcel begrüßen zu dürfen. Es ist immer eine Freude, wenn wir neue, junge Forschende hier am Institut, am Departement begrüßen können. Und heute eben eine besondere Freude, Marcel zu begrüßen an seinem öffentlichen Vortrag, den er halten wird. Das Ganze ist ja ein bisschen abgeschaut von den Unis. Die Unis haben ja auch so Antrittsvorlesungen, wo dann eben quasi akademisch wichtige Dinge kommuniziert werden. Heute werden wir sicher eben auch einige wichtige Dinge hören, aber vielleicht noch etwas anwendungsorientiert, noch etwas praxisrelevanter. Und das ist ja auch unsere Spezialität der Fachhochschulen, dass wir hier sehr praxisnah, sehr in der Realität uns mit den praktischen Problemen befassen. Marcel Giglin ist ja allen bekannt, sonst wären Sie heute nicht da. Ich sage nur ganz kurz, er ist bei uns jetzt seit gut einem Jahr. Im Mai 2023 hat er gestartet, gleich ein steiler Einstieg an einer großen Konferenz durfte er machen. Und jetzt hat er aber gleich ein weiterer wichtige Anlässe. Er macht verschiedenste Vorträge, Vorlesungen und Aktivitäten, alles rund um die künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor. Und das ist ja auch genau diese Spezialität, diese wichtige Nische, die Marcel abdeckt. Ich denke, es gibt ja sehr viel, was um künstliche Intelligenz geht, sehr viele gute, spannende Forschungsprojekte und es läuft auch sehr viel im Thema öffentlicher Sektor. Aber diese Kombination, das ist dort, wo wir uns auch befinden vom Institut her und eben auch von Marcels Werdegang passt das ideal. Und deshalb hat es auch in diesem Jahr, wo wir zusammenarbeiten konnten, sehr wichtige Projekte umsetzen können. Er hat auch eine Gruppe übernommen, das Digital Sustainability Lab, ein ganzes Team von rund 20 Mitarbeitern. Viele von Ihnen sind heute da. Vielleicht könnt ihr mal kurz die Hand heben. Wer ist da von euch? Genau, ganz hinten, so wichtig wie in den Vorlesungen. Und von dem her super, dass ihr da seid, aber auch eben alle externen Gäste, Familie, Freunde, Fachleute aus der Community, aber vielleicht auch Leute, die sich einfach fürs Thema, für den Inhalt interessieren. Und da ist sicher Marcel die richtige Person. Er hat einen spannenden Werdegang, die meisten kennen ihn wahrscheinlich, aber trotzdem noch ein paar Worte. Ursprünglich mal wirklich als richtiger Informatiker hat er gelernt zu programmieren, mit Elektronik zu arbeiten und hat sich nachher auf den akademischen Weg begeben, hat in dem Sinn studiert, doktoriert, werden nachher noch mehr hören über seinen Werdegang, aber hat in dem Sinn nachher diese akademischen Rituale begangen, die man da braucht, um in der Hochschule tätig zu sein und ist jetzt Professor im Tenure Track bei uns am Institut und in dem Sinn ja sicher einen sehr spannenden Werdegang und eben auch eine große Zukunft vor sich und darum freut und ehrt es mich sehr, dass wir ihn bei uns im Team haben und ich bin jetzt sehr gespannt. Sie haben es schon gemerkt, eben auf den Tischen sehen Sie so Broschüren, wo wir unser Institut als gesamtes Team vorgestellt haben, etwa rund 60 Leute hier am Standort Bern. Und wir haben auch eine Spezialisierung, KI-Angebote für den öffentlichen Sektor, wo wir genau diese Themen, die Marcel jetzt heute vorstellen wird, auch noch praxisnah umsetzen können. Und von dem her freue ich mich jetzt. Marcel, the stage is yours. Thanks. Ja, besten Dank. Auch einen ganz wunderschönen Abend von meiner Seite. Es freut mich, dass das Thema auf so große Resonanz stößt. Ich glaube, das zeigt sich jetzt sehr gut an der Anzahl der Personen, die heute gekommen sind. Bevor ich ins Thema einsteigen will, Matthias hat es schon erwähnt, ich möchte noch kurz zwei, drei Worte sagen, wo ich herkomme, weshalb ich mache, was ich heute mache. Ich habe eben irgendwann mal eine Lehre gemacht als Applikationsentwickler. Dann Bachelorstudium an der FHNW und habe dann gemerkt, hey, so ein bisschen weiter studieren wäre eigentlich noch schön.
und habe dann an die Universität gewechselt, Uni Bern Fribourg Neuchâtel, den Master gemacht und hatte dann das Glück, dass ich direkt im Anschluss an der Universität Fribourg doktorieren konnte und bin seither eigentlich auch immer sehr wissenschaftsnah geblieben. War lange Zeit wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Nordwestschweiz, bevor ich dann für ein Jahr in die Praxis gegangen bin, als einer der ersten beiden zwei Innovation Fellows, in meinem Fall an der Schweizerischen Nationalbibliothek. Wir werden dann im Vortrag auch noch sehen, was ich da gemacht habe. Und bin jetzt, wie erwähnt, seit Mai 23 Professor Tenure Track an der BFH hier für das Thema Künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor. Und als ich mir überlegt habe, ja, über was will ich jetzt heute eigentlich so sprechen, habe ich gedacht, ich nehme Sie doch mit auf eine kleine Zeitreise. Zuerst ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Ich will aufzeigen, wo kommt künstliche Intelligenz her? Was ist generative künstliche Intelligenz? Weil ich glaube, einfach ein gutes Verständnis für diese Technologien ist essentiell, um diese im Alltag auch gut und sensibel einzusetzen. Das ist gerade im öffentlichen Sektor sehr, sehr wichtig. Dann zum Heute will ich zeigen, wie wird künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor eingesetzt, spezifisch ein bisschen mit Fokus auf die Schweiz und mit Projekten, die ich gesehen habe, und aber auch explizit nochmal aufzeigen, wo stehen wir heute denn, insbesondere wenn wir auf die generative KI blicken, wo stehen wir da noch an, wo gibt es da Probleme und weshalb ist es vielleicht nicht die beste Idee, einfach ChatGPT zu nehmen und damit jetzt zu versuchen, alle Probleme der Welt zu lösen. Und zum Abschluss möchte ich gerne dann noch etwas in die Zukunft blicken. Wo sehe ich, wo sich die KI für den öffentlichen Sektor hinbewegen könnte? Was steht da so an? Und dann so ungefähr nach 40, 45 Minuten auch abschließen und dann auch den Raum noch öffnen für Fragen und Diskussionen, weil ich das auch immer sehr anregend finde. Bilder hier alle generiert mit DALL-E. Immer auch witzig, da ein bisschen zu testen, was so geht. Und das ist das Bild, das ein generatives KI-Modell hat über die Vergangenheit der künstlichen Intelligenz. Das ist irgendwie auch ziemlich verwirrend. Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, was meinen wir aus der Technik-Ecke, sage ich jetzt mal, überhaupt damit? Und zumindest das Europäische Parlament hat sich auf eine Definition festgelegt, die sagt, künstliche Intelligenz ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren. Ich, persönliche Meinung, würde insbesondere die Kreativität bei den meisten heutigen Systemen noch ausschließen. Das sehe ich für mich noch nicht wirklich. Ich sehe Ansätze und funktionierende Systeme bei vielen anderen Dingen. Und technisch gesehen ist künstliche Intelligenz zu einem großen Teil das, was wir hier unten abgebildet haben. Nämlich das Verfahren von, wir haben ganz, ganz viele Daten und wir haben ganz, ganz viele Antworten auf diese Daten und wir schmeißen diese jetzt zusammen in eine große Blackbox, die nennen wir maschinelles Lernen, und dann hoffen wir, dass wir daraus gute Regeln ableiten können. Und das Ziel dieser Regeln ist es wiederum, dass wir die einsetzen können, um Fragen zu beantworten auf zuvor ungesehenen Daten. Also Sie kennen die wahrscheinlich die bekannten Beispiele. Sie haben ganz, ganz viele Bilder von Katzen und Sie haben viele Bilder von Hunden und Sie können sich damit ein schönes Modell trainieren, das Katzen von Hunden unterscheiden kann. Aber die Modelle können auch nicht mehr. Wenn Sie so ein Modell trainieren, dann kann das unterscheiden zwischen Katzen und Hunden, und wenn Sie dem Modell ein Bild eines Hamsters zeigen, dann sagt es dann halt trotzdem, ah, das ist wohl eine Katze oder das ist ein Hund, weil es wird dazu gezwungen, eine Antwort zu geben. Die künstliche Intelligenz ist tatsächlich schon sehr alt und sie ist eigentlich auch noch älter als das, was wir hier sehen, weil viele
Personen in der Geschichte haben sich zu Maschinen und wie Maschinen eventuell denken könnten, Gedanken gemacht, aber so einer, der Urvater der modernen künstlichen Intelligenz, sicher Alan Turing, der in den 1950ern ein Papier geschrieben hat, in dem es eben darum ging, ob Maschinen denken könnten. Und im Rahmen dieses Papiers hat er auch, er hat es dazumals noch den Imitation Test genannt, heute ist er bekannt unter Turing Test, wo er ein Verfahren vorschlägt, wie man testen kann, ob eine Maschine einen Menschen überlisten kann, um zu denken, ah, das ist keine Maschine, sondern das ist ein Mensch. Aus heutigem Stand reicht das wahrscheinlich nicht, weil wir haben in der Entwicklung sehr schnell Systeme gesehen, die den Menschen überlisten können und so tun können, dass Menschen sehr schnell das Gefühl haben, ah, am anderen Ende der Leitung sitzt ein Mensch und keine Maschine. Die Entwicklung ist dann weitergegangen, zuerst insbesondere so in die Lösung von logischen Gleichungen mit der Entwicklung so der ersten Chatbots mit Eliza und aber auch schon den ersten Formulierungen von dem, was wir heute als Deep Learning kennen. Die mathematischen Grundlagen dafür sind auch schon sehr, sehr alt. Dann gab es so in den 70er, 80er, so den ersten künstlichen Intelligenzwinter, weil sie mit Maschinen wie diesen hier einfach nicht wahnsinnig viele Daten verarbeiten können. Und das wissen wir jetzt aus dem Stand heute, damit künstliche Intelligenz gut funktioniert, brauchen wir sehr, sehr viele Daten und da ist man halt dann sehr schnell angestanden. Es gab dann Weiterentwicklungen, so ab den 80ern, insbesondere mit der Entwicklung von Expertensystemen. Und MyCin war da eines der ersten und ein sehr spannendes Projekt, bei dem es darum ging, Ärzte zu unterstützen bei der Abschätzung von der Schwere von Erkrankungen. Das hat sehr gut funktioniert. Und dann trotzdem direkt im Anschluss folgte der zweite KI-Winter, weil man es dazumals nicht geschafft hat, die Systeme zu kommerzialisieren, dass die wirklich so gut funktionieren, dass Firmen damit überleben können. Und jetzt, seit eigentlich 1993, hat das angefangen, zuerst mit dem, was jetzt in der Retrospektive als AI Renaissance bekannt ist, von circa 1993 bis 2011. Auch beispielsweise 1997 mit der Entwicklung von Deep Blue, wo eine Maschine zum ersten Mal einen Mensch im Schach geschlagen hat. Und jetzt eigentlich seit 2011 mit der explosionsartigen Weiterentwicklung von Dingen wie Deep Learning, jetzt generative künstliche Intelligenz und so weiter. Da sicherlich eines, was medial sehr, sehr groß bekannt gemacht wurde, war dann AlphaGo, was das erste System war, wo ein Mensch im Go geschlagen wurde und jetzt seit 2022 sicherlich mit ChatGPT nochmal seine neue Explosion erlebt hat. Wenn wir jetzt auf heute schauen und explizit auch generative künstliche Intelligenz betrachten, dann meinen wir Systeme, die eben nicht nur die Fähigkeit haben, mit Hilfe von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz Fragen zu beantworten und Systeme zu entwickeln, die Entscheidungen treffen können, sondern wir betrachten explizit Systeme, die auch die Möglichkeit haben, neue Inhalte zu generieren. Und das kann sein in Videoformat jetzt ganz neu, das kann sein in Bildformat, das kann sein in Audioformat, Textformat etc. Und wenn Sie sich jetzt diese drei Beispiele hier anschauen, welches davon ist nicht künstlich generiert? Gibt es Meinungen? Ja. Also sie sind alle echt. Ah, die sind alle künstlich generiert. Nein, tatsächlich nicht.
Das Bild hier rechts oben ist tatsächlich eine Fotografie, aber man sieht, die Systeme heute, die erreichen in der generativen Qualität eine Qualität, die für das menschliche Auge bereits schwierig zu unterscheiden ist. Das wird insbesondere jetzt dann mit der Generation von Videomaterial noch einmal ein größeres Problem für die Mediennutzung. Und in der Geschichte der generativen künstlichen Intelligenz gibt es eigentlich zwei wichtige Meilensteine, die das Ganze mitgeholfen haben aufzubauen. Das eine ist ein Papier von 2012 von Hinton, wo sie das erste Mal ein tiefes neurales Netzwerk mit Hilfe von Grafikkarten trainieren konnten, was so die ganze Revolution von Deep Learning gestartet hat und da aufzeigen konnten, es ist möglich, nicht nur Prozessorleistung zu verwenden, die bei der Berechnung, die notwendig ist für die KI, irgendwann anstehen, sondern wir können das verteilen auf Grafikkarten und das hat vieles möglich gemacht, was zuvor nicht möglich war. Und dann insbesondere für Systeme wie ChatGPT ist das Papier von Vaswani von 2017 sehr, sehr relevant, wo das erste Mal die Transformer vorgestellt wurden mit der Fähigkeit, über den Self-Attention-Mechanismus eben auch Token, also Textvorhersagen zu machen mit der Berücksichtigung von Kontext, der sehr, sehr lang ist. Und darauf will ich jetzt eingehen, nämlich wie trainieren wir eigentlich solche großen Sprachmodelle? Und am Ende des Tages ist das wahnsinnig simpel, weil das Einzige, was sie brauchen, ist ganz, ganz viel Text. Und den Text, wenn sie OpenAI sind, dann beschaffen sie sich den auf fragwürdige Mittel aus dem Internet. Wenn sie andere Dinge machen, dann verwenden sie Quellen, wo sie auch tatsächlich immer die Rechte dazu haben, die zu verwenden. Aber sie nehmen diese Texte und splitten die jetzt einfach mal auf in einzelne Sätze. Und dann gehen sie hin, sie machen sich eine Modellarchitektur, basierend auf dieser Transformer-Architektur und dann nehmen sie einen Satz oder einen Satzanfang, das kann zum Beispiel wie hier sein, es war einmal eine alte Geiß, ein Satz aus einem Märchen. Und jetzt verdecken Sie einen Teil dieses Satzes und fragen das Modell, was für ein Wort folgt auf es war einmal. Und dann wird zum Beginn des Trainingsprozesses in das Modell irgendein Wort der deutschen Sprache vorschlagen und dann sagen Sie dem Modell einfach nein, liebes Modell, es hätte nicht Apfel als nächstes Wort kommen müssen, sondern eine. Und dann passt das Modell intern seine 10 Billionen Parameter an, sodass die Wahrscheinlichkeit steigt, wenn Sie dem Modell diesen Satz das nächste Mal zeigen oder diese ersten drei Wörter, dass dann eine kommt anstelle von Apfel. Und diesen Prozess wiederholen Sie, dann geben Sie dem Modell, es war einmal eine und fragen, was ist denn jetzt das nächste Wort und so weiter. Und was Sie damit machen, wenn Sie das mit ganz, ganz vielen Sätzen machen, also mit Milliarden von Sätzen und nicht nur mit Hunderttausenden und das ganz, ganz lange repetieren, dann haben Sie irgendwann eine statistische Repräsentation von Sprache. Das ist das Einzige, was diese Modelle im Grundsatz sind. Die sind eine wahnsinnig gute Repräsentation von Sprache, sei das Englisch, Deutsch, Französisch, das spielt dann nicht einmal eine so große Rolle. Aber diese Modelle, die haben kein Verständnis dafür, wie Sprache aufgebaut sind. Die haben kein Verständnis von logischer Struktur innerhalb der Sprache. Die wissen nicht, was ein Verb ist. Die wissen nicht, was ein Adjektiv ist, sondern die können einfach sehr gut vorhersagen, wenn dieser Satzteil kommt, was sind die Wahrscheinlichkeiten für die folgenden Wörter und basierend darauf neue Inhalte generieren. Und in diesem ganzen Prozess ist eines noch
sehr wichtig, denn die englische Sprache, die deutsche Sprache, die bestehen alle aus ganz, ganz vielen Wörtern. Bei der englischen Sprache, und das ist nur ein Beispiel, wenn wir davon ausgehen würden, dass die englische Sprache aus 50.000 Wörtern besteht, was sie nicht tut, sondern aus viel mehr. Und wir basierend darauf jetzt eine Netzwerkarchitektur aufbauen möchten, die für solche Satzbauteile Wörter vorhersagen könnte, dann wird das mathematisch nicht mehr berechenbar. Und deshalb brauchen wir hier im ersten Schritt eine Zwischenrepräsentation, die Wörter einer Sprache nehmen kann und in eine Repräsentation überführen kann, die aus weniger Einheiten besteht. Und diese Zwischenrepräsentation nennen wir Word Embeddings. Und das Ganze funktioniert so, dass wir jetzt Wörter jetzt in diesem Beispiel der englischen Sprache nehmen und wir versuchen, die zu überführen in eine mathematische Repräsentation als Vektor. Also Sie können sich jede dieser Farben hier können Sie sich als eine mathematische Zahl zwischen 0 und 1 vorstellen. Und wir überführen jetzt jedes Wort in eine solche Repräsentation mit dem Ziel, dass Wörter, die eine ähnliche Bedeutung haben, in diesem Vektorraum an ähnlichen Orten liegen. Und das sehen wir hier sehr gut. Also die Idee ist, wir haben hier das englische Wort für König und das englische Wort für Mann. Und dann sehen wir, die haben irgendwie hier in den hinteren beiden Repräsentationen haben die eine Überschneidung. Das könnte heißen, beispielsweise, weil jetzt das englische Wort für Frau eine andere Repräsentation hat im letzten Teil, dass eben der hinterste Teil in diesem Vektor dafür verantwortlich ist, uns ein Indikator zu liefern, ob es sich hier um ein männlich gelesenes oder weiblich gelesenes Wort handelt. Gleichzeitig haben wir hier eine Überdeckung bei allen Wörtern. Das könnte irgendein Hinweis sein, dass es sich bei dem Wort um eine lebende Person handelt und so weiter. Und im Alltag, wenn wir solche Modelle trainieren, machen wir das nicht mit 4 Zahlen, sondern wir machen das irgendwie mit 512 oder 1024 oder noch mehr, einfach mit dem Ziel, diese Wörter zu überführen. Es ist natürlich klar, dass in diesem Prozess Information verloren geht, aber das ist eben nicht so wichtig, weil das genaue Wort häufig in einem Satz gar nicht so eine große Rolle spielt, sondern wir brauchen einfach ein gutes Wort, das ein Konzept repräsentieren kann. Und ob es dann König ist oder Herrscher oder was auch immer, spielt dann gar nicht so, ist gar nicht so wichtig. Und dasselbe sehen wir aber eben, wenn wir das auch im Großen machen. Wir sehen diese Findung von Konzepten innerhalb dieser Zahlenrepräsentationen, die lassen sich immer wieder finden. Und die Konzepte, die kommen nicht, weil wir als Mensch hinsetzen und sagen, die Zahlen für Königin, die sind jetzt 0, 2, irgendwie 0,25 etc. pp., sondern die werden wiederum automatisch von einem künstlichen intelligenten System gelernt. Und das Faszinierendste am Ganzen ist, wir können mit diesen Word Embeddings auch tatsächlich mathematisch rechnen. Vielleicht erinnern Sie sich zurück, dass Sie irgendwann in der Schule mal Vektorgeometrie hatten. Und ansonsten ist es auch nicht so tragisch, aber was Sie jetzt machen können, ist, wenn Sie den Vektor haben, das ist hier vereinfacht dargestellt in einem zweidimensionalen Raum, wenn Sie den Vektor haben für König, und Sie subtrahieren von diesem Vektor den Vektor für Mann, Sie addieren den Vektor für Frau, dann kommen Sie in der Vektorrepräsentation irgendwo in der Nähe des Wortes Königin wieder heraus. Also nicht nur haben Sie eine Repräsentation der Wörter untereinander, dass ähnliche Wörter nahe beieinander liegen, sondern Sie sind so zueinander geordnet, dass diese Möglichkeiten hier auch bestehen. Und das ist mitunter Grund
die Grundlage dafür, dass Sie all diese coolen Anwendungen machen können. Weil, wenn Sie jetzt ein Modell trainieren wollen, das Text als Eingabe nehmen kann und Bilder als Ausgabe produzieren können, dann müssen Sie auch in einem ersten Schritt irgendwie das überführen können. Erstelle ein Bild einer Katze im Schnee in eine abstrakte Repräsentation, wo Sie dann wissen, ich habe irgendwo in meinem Trainingsprozess mal Bilder von Katzen gesehen. Ich habe irgendwo im Trainingsprozess mal Bilder von Schnee gesehen. Hoffentlich habe ich auch ein paar Bilder gesehen, wo beide Wörter vorkommen. Und dann können Sie basierend darauf dann eben neue Bilder generieren. Jetzt haben wir insbesondere bei den Sprachmodellen noch ein Problem. Wie ich erwähnt habe, wir machen hier nur eine statistische Repräsentation von Sprache. Und in diesem Prozess, auch wenn Sie den zu Ende führen, wie das gemacht wird für Systeme von ChatGPT, Sie nehmen noch Menschen und Sie trainieren das System spezifisch darauf, Antworten zu geben, die für einen Menschen gut ausschauen und berücksichtigen das im Prozess auch noch, dann haben Sie immer noch das Problem, dass Sie ein Modell haben, das nicht darauf trainiert ist, faktisch korrekte Inhalte wiederzugeben. Und dem können wir ein bisschen entgegenwirken mit Systemen wie Retrieval Augmented Generation. Das sehen wir dann in den Beispielen wieder aufkommen und ich will das kurz erklären. Also was wir jetzt gesehen haben bereits ist, wir können einen Generator bauen, der Text generieren kann, basierend auf einer Frage. Das ist das, was wir jetzt können. Aber wir können noch nicht sicherstellen, dass das, was hier am Ende herauskommt, auch tatsächlich faktisch korrekt ist. Und da gibt es genügend Beispiele davon im Internet, die das zeigen, dass es hier Probleme gibt. Und was wir jetzt aber machen können, ist, es gibt schon ganz, ganz viele gute Wissensdatenbanken, wo Sie nachschlagen können und faktisch korrektes Wissen abfragen können. Und die Idee ist jetzt dahinter, wir bringen diese beiden Dinge zusammen. Also wenn jetzt die Frage kommt, wer ist denn aktuell der Präsident der USA, dann gehen wir zuerst in eine Wissensdatenbank und wir holen uns Texte, von denen wir wissen, die enthalten die korrekte Antwort. Und dem Sprachmodell sagen wir jetzt, anstelle einfach zu fragen, hey, wer ist denn der aktuelle Präsident der USA, sagen wir dem Sprachmodell, hey, wer ist denn der aktuelle Präsident der USA? Wenn du deine Antwort schreibst, bitte verwende nur den Inhalt von diesem Text, den ich dir hier zusätzlich zur Verfügung stelle. Und so können wir das, was wir als Halluzination in diesen Sprachmodellen kennen, etwas kontrollieren. Wir können es nicht vollständig reduzieren, aber es wird etwas besser. Jetzt haben Sie hoffentlich so ein bisschen die Grundlagen, um generative künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenz im Allgemeinen zu verstehen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie wird dann KI im öffentlichen Sektor eingesetzt, dann muss man sich zuerst fragen, wie funktioniert der öffentliche Sektor? Und wenn man Delhi fragt, dann stellt er sich das so vor. Das muss man tatsächlich ein bisschen kontrollieren, weil wenn man es einfach so fragt, dann kommen hier bereits Bilder heraus, die wahnsinnig viel Technik etc. pp. Einsetzen. Im Endeffekt ist der öffentliche Sektor aber doch sehr textbasiert, auch heute noch, und befindet sich gerade aus meiner Sicht ein bisschen in der Übergangsphase zwischen digital und analog. Und hier gibt es ganz, ganz viele Einsatzmöglichkeiten für künstliche Intelligenz und das wird auch schon gemacht. Wenn man gute Einsatzgebiete für künstliche Intelligenz identifizieren will, dann lohnt es sich aus meiner Sicht, intern in den Ämtern oder den Fachgebieten mal wirklich mit den Mitarbeiterinnen zu sprechen, um herauszufinden, hey, wo findet ihr eigentlich, könnte man das einsetzen? Das mit Expertinnen zu evaluieren und aus meiner Sicht ganz wichtig, beginnt irgendwo im Kleinen. Macht nicht irgendein Riesenprojekt und sagt, wir transformieren jetzt ein gesamtes Amt mit künstlicher Intelligenz.
das führt eher zu einem Scheitern von einem solchen Projekt, weil dann viel zu viele Anforderungen auf einmal erfüllt werden sollten. Und das werden wir am Ende dann nochmal sehen, stark repetitive Aufgaben eignen sich sehr gut, um diese mit Hilfe von künstlicher Intelligenz effizienter zu gestalten. In diesem Prozess ist auch hohe Datenqualität eines der zentralen Themen, weil künstliche Intelligenz ist wahnsinnig datenhungrig, sie braucht viele Daten und deshalb ist auch die Datenqualität sehr wichtig. Auch heute noch ist es am besten, wenn die Daten von Menschen kuratiert sind, weil in diesem ganzen Prozess gibt es so das schöne Wort von Garbage in, Garbage out. Also wenn Sie entweder schlechte Daten oder ein schlechtes Modell haben, dann spielt es keine Rolle, wie viel ansonsten Gutes Sie haben. Sie werden immer schlechte Voraussagen haben. Zu den Projekten. Für mich hat der Einsatz von künstlicher Intelligenz insbesondere im öffentlichen Sektor eigentlich mit meinem Innovation Fellowship angefangen, das ich innerhalb der Schweizerischen Nationalbibliothek gemacht habe. Und in meinem Prozess, in meinem Projekt ging es darum, können wir künstliche Intelligenz einsetzen, um für Schweizer Dissertationen eine Vorhersage zu treffen, welches Fachgebiet, in welchem Fachgebiet diese Dissertation verfasst wurde. Weil, wenn alles gut läuft, dann nimmt eine Universitätsbibliothek diese Dissertation einmal an zur Ersterfassung und muss aber gesetzlich eine Kopie davon an die Schweizerische Nationalbibliothek abgeben. Und jetzt ist es so, dass eben nicht alle Universitätsbibliotheken immer diesen Arbeiten eine sogenannte Sachgruppe vergeben. Also eine Sachgruppe ist eine international standardisierte Klassifizierung in ein Gebiet. Das kann sein Mathematik, Chemie, Physik etc. Und wenn das eben nicht geschieht, dann muss sich eine Bibliothekarin der Nationalbibliothek hinsetzen, die Arbeit anschauen und selber überlegen, was ist denn jetzt die Sachgruppe davon, bevor das dann im Katalog der Nationalbibliothek publiziert wird. Und das ist genauso ein typischer Fall, wo wir jetzt eben hingehen können und den Prozess mit Hilfe von KI unterstützen können. Weil wir können hier ein System entwickeln, das der Person direkt einen Vorschlag geben könnte, hey, das KI-System hat das Gefühl, diese Arbeit ist Mathematik. Und wie trainieren wir ein solches System? Wir nehmen einfach den ganzen Bestand, der die Nationalbibliothek bereits hat, nehmen uns aus jeder Arbeit das Abstract heraus, nehmen uns die Sachgruppe heraus, zeigen das einem maschinellen Lernalgorithmus, lassen den so lange trainieren, bis wir mit den Resultaten zufrieden sind und haben dann ein System, dem können wir ein Abstract einer ungesehenen Arbeit zeigen und das System gibt uns einen Vorschlag, hey, ich habe das Gefühl, diese Arbeit ist Informatik. Sehr simpel, funktioniert relativ gut, wird auch produktiv eingesetzt. Aktuell sind wir gerade daran, noch das so anzupassen, dass wir hier nicht das ganze Abstract nehmen, sondern nur Titelinformationen, weil dann hätte die Nationalbibliothek auch die Möglichkeit, das anzuwenden auf wissenschaftliche Publikationen, die von Publishern in der Schweiz publiziert werden, weil da hat die Nationalbibliothek die rechtliche Erlaubnis nicht auf die Abstracts zuzugreifen für die Verwendung von solchen Systemen. Und Titeldaten sind aber allgemein gut, deshalb darf man das dann. Neu haben wir ein Projekt gestartet mit der Parlamentsbibliothek. Da geht es einerseits um ein sehr ähnliches Thema. Diejenigen, die mit dem Politikbetrieb vielleicht etwas bekannt sind, kennen Curia Vista. Darüber werden eigentlich alle Geschäfte im National- und Ständerat publiziert. Und jedes der Geschäfte wird in diese Themengebiete eingeteilt. Und hier wollen wir jetzt eigentlich genau denselben Prozess machen, um Vorschläge für diese Themengebiete zu generieren. Da bin ich eigentlich guter Dinge, dass das klappen wird, weil die Datenbank hat relativ viele Einträge, sodass wir auch hier eine Aufgabe, die aktuell noch voll von Hand
getätigt wird, teilautomatisieren können, den Personen Vorschläge geben können, die diese Geschäfte bearbeiten. Und gleichzeitig interessiert uns die Fragestellung, können wir ein Retrieval Augmented Generation System bauen zur Informationsbeschaffung? Da interessiert uns die Frage, finden wir alle relevanten Anträge zu einem bestimmten Thema? Weil die Parlamentsbibliothekarinnen, die müssen häufig auf Anfrage von Parlamentarierinnen herausfinden, welche Anträge gab es innerhalb der letzten 5 Jahre zum Thema Schwangerschaftsabbrüche. Und dann müssen sie in ihre Systeme von Hand die entsprechenden Beiträge finden. Und da hoffen wir, einen Beitrag leisten zu können, um das zu verbessern. Wir haben auch eine gute Kollaboration mit dem Bundesgericht, und zwar innerhalb von 2 Projekten. Bei einem hat das Bundesgericht das System schlussendlich auch vollständig selbst entwickelt. Da geht es um die Anonymisierung von Bundesgerichtsentscheiden, weil das müssen sie tun und manuell ist dieser Aufwand auch sehr riesig. Da gibt es historisch gesehen mit anderen Möglichkeiten bereits Systeme, die das lösen können. Doch das System, das jetzt entwickelt wurde, mit Hilfe von Daten, die in einem Forschungsprojekt an der BFH gesammelt wurde, basierend darauf ein Sprachmodell spezifisch für diesen Anwendungsfall trainiert wurde und dann vom Bundesgericht selber weiterentwickelt und implementiert wurde, konnte man aufzeigen, dass wir so, wenn ich es richtig im Kopf habe, ungefähr 92% der zu anonymisierenden Textstellen identifizieren können, sodass ein Mensch nur noch die restlichen 10% finden muss. Aktuell sind wir an einem Projekt, wo wir versuchen, eine automatische Generierung der Zusammenfassung von Bundesgerichtsentscheiden zu generieren. Das ist aber tatsächlich aktuell einfach mal ein Forschungsprojekt, weil die aktuellen Resultate zeigen schon, da braucht es noch etwas, bis so etwas dann auch tatsächlich produktiv in den Alltag integriert werden könnte. Sonst, was man aktuell sehr viel findet, sind eigentlich diese Public Chatbots. Da gibt es so Dinge wie ZürichGPT. Der Kanton St. Gallen entwickelt gerade eine skalierbare Version davon, die auf allen Verwaltungswebseiten eingesetzt werden könnte. Und die Idee hinter all diesen Public Chatbots ist auch, das ist eine reine Retrieval Augmented Generation Applikation. Der Chatbot hier, der kennt den gesamten Inhalt der Webseite und kann dann basierend auf dem Inhalt der Webseite in einem ersten Schritt die relevanten Textpassagen finden, die benötigt werden, um eine Antwort zu generieren. Und dann kann die noch schön präsentiert werden. Ich glaube, solche Anwendungen sind sehr zentral für Bürgerinnenkommunikation, weil ich mache immer noch die Erfahrung, wenn ich etwas wissen muss über meine Stadt, in der ich wohne, über einen Verwaltungsakt, dann finde ich die Antwort immer schneller über Google als über das Suchsystem der Webseite der Stadt. Und wenn das aber überall vorhanden wäre, dann bin ich überzeugt, finden die Bürgerinnen die Informationen schneller und besser aufbereitet über die Webseiten der Behörden als über die Webseiten als direkt über Google. Jetzt haben wir aber eben einfach noch so ein paar Probleme. Eines der größten Probleme, die eben so ein bisschen mit Retrieval Augmented Generation angegangen werden, aber nicht vollständig gelöst werden können, ist das Halluzinieren von Modellen. Die Frage, die hier gestellt wurde, ist, was wiegt mehr, 2 Pfund Federn oder 2 Pfund Steine? Und die Antwort ist dann eben, ja, 2 Pfund Federn sind schwerer. Nein, es ist eh schon, also die Antwort ist, was wiegt mehr, 2 Pfund Federn oder 1 Pfund Steine? Und die Antwort ist dann, ja, 2 Pfund Federn und 1 Pfund Steine sind gleich schwer. Nämlich 1 Pfund. Und das Problem dahinter ist, das System hat im Trainieren einfach ganz, ganz, ganz häufig die Frage gesehen, was ist eben schwerer,
1 Pfund Federn und 1 Pfund Steine und basierend darauf wird jetzt eine Antwort generiert, die nicht stimmt. Das ist genau dann das statistische Problem von den Wahrscheinlichkeiten, die hier dann wieder ausgegeben werden. Und das zweite große Problem, insbesondere bei allen kommerziell verfügbaren Sprachmodellen, ist, sie kennen die Biases in den Trainingsdaten nicht. Ich habe das hier versucht, ein wenig darzustellen. Das linke Bild und das rechte Bild wurde mit demselben initialen Prompt generiert, einfach einmal männlich, einmal weiblich vertauscht. Das erste, und es sah, der Prompt war, mache mir ein Bild einer männlichen oder weiblichen Anwältin, die mit ihrem männlichen oder weiblichen Anwaltsgehilfen spricht. Und auf der linken Seite mit der weiblichen Anwältin macht einfach das Bild in ihrer Zusammensetzung und der Komposition keinen Sinn. Ich glaube, niemand von uns hat schon Personen gesehen, die mit dem Knie direkt beim Tisch so groß sind und irgendwie so aussehen, dass sie dann mit dem Kopf bereits wieder an der Decke ankommen. Wohingegen das Bild auf der rechten Seite, glaube ich, eigentlich eine sehr gute, natürliche Repräsentation davon ist, außer dass die weibliche Person persönliche Lesung des Bildes doch eher etwas unterwürfig den Anwalt anblickt. Und das sind alles Dinge, die geschehen und die geschehen, weil diese Bilder in den Trainingsdaten vorhanden waren. Und wir hätten diese Probleme nicht oder nicht in diesem Ausmaß, wenn wir versuchen würden, Trainingsdaten zu sammeln, die Welt nicht so repräsentieren, wie sie eben heute ist, sondern versuchen, das so auszubalancieren, dass diese Probleme hier nicht geschehen. Und das letzte Problem, das wir haben, ist der immense Energieverbrauch von diesen KI-Systemen. Wir sehen hier zuoberst dargestellt den Energieverbrauch, der ungefähr, weil so genau weiß man das nicht, ungefähr verwendet wurde, um GPT-3 zu trainieren, mit 175 Billionen Parameter. GPT-4 hat nochmal ein Vielfaches mehr an Parametern da. Ich habe versucht, Daten dazu zu finden, aber wirklich gute Daten findet man darüber nirgends. Aber man kann sagen, es braucht ungefähr den Energieverbrauch von 100 durchschnittlichen lebenden Personen in einem Jahr, um ein solches System zu trainieren. Und das ist nur für das Trainieren. Wenn wir uns jetzt den Energieverbrauch anschauen würden, der generiert wird im Vergleich von einer Google-Suche zu der Beantwortung einer Frage von ChatGPT, dann ist es auch nochmal ein massiver Unterschied. Also dadurch, dass diese Systeme jetzt im Alltag für alles Mögliche eingesetzt werden, steigt der Energieverbrauch nochmals drastisch an. Wenn Sie heute ein KI-Projekt mit Hilfe von generativen oder normaler künstlicher Intelligenz starten wollen, ich empfehle immer, verwenden Sie offene Modelle. Hugging Face ist eine wahnsinnig gute Plattform, um offene Modelle zu finden, weil, und das jetzt als Hinweis für alle diejenigen, die irgendwo im öffentlichen Sektor auch arbeiten, hier eine wahnsinnig große Gefahr besteht, dass sich der Staat als Staat abhängig macht von der Dienstleistung von kommerziell organisierten Organisationen. Also wenn der Staat in seiner Funktionsweise irgendwann nur noch funktionieren kann, weil Microsoft so nett ist, uns seine Sprachmodelle zur Verfügung zu stellen, dann glaube ich, haben wir ein Problem. Bevor Sie heute ein Projekt starten, würde ich immer überprüfen, ob es nicht reicht, ein Retrieval Augmented Generative System zu bauen, weil dann können Sie sich das ganze Feintuning oder sogar das explizite Trainieren von Modellen sparen und Sie kommen häufig auch ans Ziel. Kurz noch in die Zukunft geblickt. Gerade kürzlich kam aus England eine wahnsinnig spannende Studie heraus, die sich mal angeschaut hat, wie viele automatisierbare Service-Tasks gäbe es eigentlich. Und was sie identifiziert haben, ist, im Government-Sektor
gibt es 69% von Aufgaben, die zwischen 90% und 100% nur aus repetitiven Aufgaben bestehen. Und 75%, die sich irgendwo hier befinden, mit Routine-Tasks von mehr als 75%. Und das heißt jetzt nicht einfach, dass alle diese Prozesse einfach so wegautomatisiert werden können. Und darüber sprechen Sie auch eindeutig, weil Sie sagen, klar, das hat wahnsinnig viele Unschärfe. Aber es zeigt trotzdem auf, da gibt es ein riesiges Potenzial, um Dinge mit Hilfe von KI zu unterstützen. Und weil das aufgekommen ist, haben Sie auch untersucht, was das Potenzial wäre von generativer künstlicher Intelligenz. Und bei 70% aller Tasks sehen Sie ein mittleres Potenzial, dass generative KI bei diesen Tasks helfen könnte. Ein zweites, was auf uns zukommen wird, ist, dass Sprachmodelle eben auch bei der Informationssuche uns helfen. Alle, die den Spaß haben, in den Giver-Systemen tagtäglich Informationen irgendwo mal wieder zu finden, die können davon wahrscheinlich ein Lied singen, weil die Suchsysteme darin sind häufig auch wahnsinnig schlecht. Und hier habe ich schon die Hoffnung, dass eben solche Sprachmodelle uns helfen können, dass sie hingehen können, eine Frage formulieren können und schneller einerseits die richtigen Dokumente finden, aber dann eben mit Hilfe der generativen Teile eben auch direkt wieder Informationen aus diesen Dokumenten generieren können. Ein spannender Ansatz, der sich gerade so ein bisschen am Entwickeln ist, finde ich, dass man Sprachmodelle einsetzen könnte, um Schnittstellen zwischen Systemen zu verhandeln. Also das heißt, in der Schweiz, wir haben doch mittlerweile viel Open Data verfügbar. Die Schnittstellen dazu sind eigentlich auch immer relativ gut dokumentiert. Und jetzt könnte man eben hingehen und sagen, hey, anstelle, dass wir eine Informatikerin anstellen müssen, um auf alle diese unterschiedlichen Schnittstellen zuzugreifen und Daten zu aggregieren, warum lassen wir das nicht einfach ein Sprachmodell herausfinden? Dass wir hingehen können und sagen, hey, ich hätte gerne Bevölkerungsdaten und dann zusätzlich noch irgendwie Einwanderungsdaten, die in zwei unterschiedlichen Statistiken sind, und dann hätte ich gerne eine Auswertung davon. Und das Sprachmodell kann uns dann zumindest schon mal so weit formulieren, dass alle Daten kommen und dann die Auswertung wahrscheinlich auch noch machen kann. Und jetzt das Letzte oder das Zweitletzte, was kommen wird, sind smarte Desktop- und Mobilagenten. Im Video werden wir jetzt gleich sehen, ein vollständig autonomes System, das den Task löst, erstelle einen neuen Kontakt. Der Kontakt heißt John Smith und hat eine Telefonnummer. Und das System löst die Aufgabe komplett selbst. Und das wird Ihnen in Zukunft auch Aufgaben abnehmen in SAP-Systemen, wo Sie sich herumklicken müssen. Das wird Ihnen Aufgaben abnehmen in Excel und so weiter. Diese Systeme, die werden kommen. Und ich freue mich darauf, weil dann muss ich nicht mehr immer herausfinden, wie funktioniert jetzt etwas, was ich nur einmal im Jahr machen muss, sondern ich kann dann einfach eingeben, hey, mach, und gelöst. Und das Letzte wird eine große Weiterentwicklung von diesen Sprachmodellen sein, in der Form, dass die multimodal werden. Das heißt, sie können nicht nur Text oder Bilder oder Audio oder Video als Input nehmen und dann eine Output-Modalität generieren, sondern die werden einfach zwischen allen Dingen vermitteln können. Die werden Text, Audio, Video, Bilder, Ton als Eingabe annehmen und entsprechend auch alle Modalitäten als Ausgabe generieren können. Um sich das vorzustellen, Sie nehmen irgendwie ein Video aus einem Actionfilm, Sie haben ein Foto von sich selber und dann schreiben Sie noch, hey, nimm doch das Foto von meinem Kopf und ersetze in diesem Video den Kopf von Tom Cruise mit meinem Foto und dann kommt das entsprechende Video am Ende wieder heraus. Und das, glaube ich, hat insbesondere auch im öffentlichen Sektor einen
großen Anwendungsbereich, weil eben häufig nicht nur Textdaten verarbeitet werden oder nicht nur Bilddaten verarbeitet werden, sondern eben das Zusammenziehen von unterschiedlichen Datenmodalitäten der Schlüssel ist, um eine gute Lösung zu produzieren. Damit wäre ich bereits am Ende. Was mir aber ganz wichtig ist, hier zu erwähnen, ist, diese Dinge, die ich jetzt hier präsentiert habe, die sind nicht nur Ideen von mir, sondern die entstehen häufig im Team. Das ist einerseits das Team, das mich auf meiner Reise zu meiner Dissertation an der Uni Fribourg unterstützt hat. Das war das Innovation Fellowship Team und die Schweizerische Nationalbibliothek im Kontext des Innovation Fellowships. Und das sind die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, die ich jetzt führen darf, hier explizit die Mitglieder, die mit mir Natural Language Processing, also diese Sprachmodelle Sachen machen, aber natürlich auch alle anderen MitgliederInnen vom Digital Sustainability Lab, mit denen ich tagtäglich ganz spannende Softwareprojekte auch machen kann und jeden Tag mit viel Freude zur Arbeit gehen darf. Besten Dank und jetzt bin ich sehr gespannt auf Nachfragen, Fragen, Kommentare, Inputs von Ihrer Seite. Super, vielen Dank. Zuerst mal Applaus, würde ich sagen. Einblick. Du hast uns chronologisch schon quasi in diese heutige und in die künftige KI genommen. Vielen Dank, sehr interessant, auch ein paar neue diese Papers zu sehen. Jetzt, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, Fragen, Kommentare, Ergänzungen. Wer möchte das Wort ergreifen? Ich komme dann mit dem Mikrofon vorbei, dass wir das auch auf der Aufnahme haben. Wer möchte gerne? Ja, erstmal vielen Dank für die spannende Einführung. Etwas, was mir aufgefallen ist, dass heute viel mit diesem RAG gearbeitet wird, weil vielleicht nicht alle Daten in so ein Modell reinpassen. Jetzt gerade diese Woche habe ich wieder gelesen, es gibt jetzt Models, die Context-Sizes von 100.000 oder sogar 1 Million Tokens aufnehmen können. Wird das dieses RAG über den Haufen werfen oder wie wird das sich beeinflussen? Ja, das wird sich zeigen müssen. Ich glaube, so die initialen Resultate, die man so sieht, ist, dass die Vergrößerung der Kontexte irgendwann auch an ihre Grenzen stößt, dass eigentlich trotzdem, dass wir viel mehr Kontext aufs Mal verarbeiten können, die Modelle dann ein Problem haben, daraus wirklich noch die relevante Information zu ziehen. Das wird sich noch etwas zeigen müssen. Ich glaube tatsächlich eher, dass die Forschung sich dahin bewegen wird und die Anwendungen sich dahin bewegen werden, dass wir ganz, ganz viele kleinere spezifische Modelle trainieren werden, die explizit Probleme lösen können, für die sie trainiert wurden und wir wegkommen werden von diesen ultragenerellen Modellen, die wir aktuell in der Anwendung sehen. Okay, sehr vielen Dank. Hier gibt es eine Frage. Dankeschön. Ja, danke schön. Die Swiss AI Initiative vom ETH-Bereich möchte ja unter anderem Schweizer Large Language Model entwickeln. Was ist Ihre Meinung dazu über Sinn und Unsinn? Das macht wahnsinnig viel Sinn. Und ich bin ein großer Fan davon, dass das gemacht werden kann. Wenn man sich aber zumindest Stand heute die Webseite der Swiss AI Initiative anschaut, dann ist der öffentliche Sektor kein Teil dieses Projekts. Also da geht es um Bildung, da geht es um Gesundheit, da geht es um Vision und Robotics und ganz, ganz viele Themen, aber der öffentliche Sektor ist nicht Teil davon, für den jetzt spezifisch ein Modell trainiert werden würde. Klammer auf, ich habe schon mal geschrieben, ich habe leider nichts zurückgehört, Klammer zu, aber wir sind dabei, da Kontakt aufzubauen, weil ich glaube, dass wir jetzt eine Chance haben, etwas zu bauen, das noch relativ günstig ist, dass wenn wir das jetzt nicht tun, wir in Zukunft für viel mehr Geld von kommerziellen AnbieterInnen auf dem Markt beschaffen müssen.
Merci vielmals für deine Einschätzung. Vielleicht zum Thema Swiss AI. Ich bin IT-Leiter am Bundesgericht und ich bin in Kontakt mit ETH und ETH Lausanne. Und Ziel, das große Problem, das wir haben, das ist nicht einfach generelle Daten zu haben, die auf dem Internet sind. Zum Thema, ich nehme jetzt Justiz, oder? Es ist schön, es sind alle Urteile, wir können die Urteile pre-trainen und so weiter. Aber die Doktrin, das sind Autoren. Die Autoren, die muss man überzeugen, dass sie ihre Daten geben, damit wir ein solches Basismodell trainieren können. Und dort sind wir aktuell dran, damit sie verstehen, dass es kein Risiko ist für sie, dass jetzt, wenn sie die Daten geben, dass das ein Pre-Train-Modell ist und dass ich dann nicht die Frage stellen kann, gib mir dein Buch raus. Aber dass sie verstehen, dass das vielleicht das Schreiben, das sie gemacht haben, einen Einfluss haben wird, in den Antworten, oder dass sie einen Einfluss haben können, wie das Modell in Zukunft antwortet, so wie die Schweizer denken, sage ich jetzt mal. Und Administration, die wird drin sein, aber das ist vielleicht das Einfachste, sage ich jetzt mal. Okay, vielen Dank für deine Antwort sozusagen. Ich habe eine Frage zu dem KI und Ethik, was ja immer ein großes Thema ist. Und wie ist das, die Ethik im öffentlichen Sektor, besonders wenn es dann auch mit dem Bundesgericht kollaboriert wird? Genau. Also ich meine, das ist eine wahnsinnig gute und wichtige Frage. In den Beispielen und in der Art und Weise, wie wir aktuell mit dem Bundesgericht zusammenarbeiten, glaube ich, ist das noch nicht eine Frage, mit der wir uns explizit befassen müssen, weil einerseits sind das Prozesse, wo am Ende sowieso noch ein Mensch zwingend darüber schauen muss und das wird auch ganz, ganz lange noch so sein. Und andererseits ist mit der Erstellung von Zusammenfassungen oder der Anonymisierung, glaube ich, sind das noch nicht Anwendungsgebiete, die jetzt solche Dinge explizit betreffen würden. Aber natürlich, wenn wir solche Systeme entwickeln wollen und wir sagen in 10 oder 20 Jahren, wir wollen die einsetzen, um Gerichtsfälle halb oder vollautomatisch entscheiden zu lassen, dann reden wir natürlich von etwas ganz, ganz anderem und dann wird das essentiell wichtig. Und dann glaube ich eben auch, und da würde ich dann dafür einstehen, dass wir eben sagen müssen, wenn im öffentlichen Bereich solche Modelle eingesetzt werden, die Entscheide treffen können, die einen Einfluss auf eine einzelne Person haben können, dann müssen wir noch ganz, ganz viele Dinge haben, die wir aktuell nicht haben. Wir müssen die Entscheide nachvollziehbar erklären können. Das können wir mit diesen Systemen nicht, weil die haben viel zu viele Parameter, als dass wir nachvollziehen könnten, wie eine Entscheidung jetzt zustande gekommen ist. Die Datengrundlage, die verwendet wurde, um solche Modelle zu trainieren, muss zwingend öffentlich sein, weil wir müssen sicherstellen können, dass unabhängige ForscherInnen nachvollziehbar aufzeigen können, was für Biases sind vielleicht in diesen Trainingsdaten enthalten, die Entscheide beeinflussen könnten. Und am Ende des Tages müssen wir auch ein Register haben, wo ich als Bürgerin hingehen kann, um nachschauen zu können, hey, wo und wie werden meine persönlichen Daten mit künstlichen intelligenten Systemen verarbeitet. Da sind wir als Bürgerinnen gefragt, weil das sind gesetzgeberische Prozesse, da muss der Wille und der Druck aufgebaut werden, dass solche Dinge kommen, insbesondere was das Aufbauen eines Transparenzregisters betrifft. Gibt es in der Schweiz im Moment einen Konsens dagegen? Da gab es schon ganz, ganz viele Anfragen auf politischer Ebene und die wurden aktuell, werden die immer abgeschmettert, weil kein Interesse dafür besteht. Sehr spannend. Vielen Dank für deine Antwort. Weitere Fragen? Genau. Ja, danke. Marcel, du sagst, es wird in Zukunft eher kleinere Systeme geben, so spezialisierte Systeme, die irgendwie trainiert werden für bestimmte Tasks. Und zudem bist du der Meinung, dass diese Tools, die die Verwaltung selber entwickeln soll oder intern, um sich nicht
abhängig zu machen von Anbietern. Ich weiß nicht, ob wir genügend Ressourcen haben oder genügend Zeit, um alle diese vielen kleinen Roboterli da zu bauen, ob wir nicht vielleicht doch auch überlegen sollen, in welchen Fällen es sinnvoll sein könnte, vielleicht so eins zu kaufen, weil es doch auch spezialisierte Firmen gibt, die den lieben langen Tag nichts anderes machen, als diese Roboter zu bauen oder diese Tools, und dass wir da das Rad als Verwaltung nicht unbedingt immer selber wieder neu erfinden müssen. Ich sage nicht, dass wir die Anwendung von A bis Z immer selber implementieren müssen. Ich glaube, das macht absolut keinen Sinn. Das zeigt auch, wie Informatikbeschaffung aktuell funktioniert, dass das keinen Sinn machen würde. Dafür bestehen die Ressourcen, dafür müsste der Staatsapparat wahnsinnig aufgebläht werden. Was ich meine damit, ist insbesondere auf die Modelle geschaut. Die müssen in Kollaboration mit der Verwaltung spezifisch trainiert werden. Die müsst ihr auch nicht selber trainieren, aber ihr müsst sicherstellen können, dass ihr wisst, was sind das für Daten rein, um eben sicherzustellen, dass die Resultate, dass ihr wisst, weshalb die Resultate zustande kommen, wie sie zustande kommen. Und deshalb glaube ich eben, dass so ein offenes Sprachmodell, wie es von der Swiss AI Initiative trainiert werden könnte, so eine wahnsinnig gute Grundlage bieten würde, weil dann könntet ihr in öffentliche Beschaffungen gehen und sagen, hey, wir hätten gerne ein Tool, das was auch immer lösen kann, aber ihr müsst zwingend als Basismodell dieses Modell verwenden. Und dann könnt ihr aus meiner Sicht das beschaffen, wo ihr wollt. Das ist vollkommen okay. Sehr spannende Frage rund um die digitale Souveränität der KI. Weitere Fragen? Eben, das wird Ihnen auch wieder ein bisschen ein Teil der Antwort sein, eben das Thema von kleinen Modellen. Das ist eine Chance für Unabhängigkeit, und das heißt jetzt nicht, dass jetzt die Verwaltung dasselbe machen kann. Es gibt genug Dienstleister, oder, in der Schweiz. Und die Chance von kleineren Modellen ist, das kann man selber betreiben, das kann man lokal betreiben. Ich nehme das Beispiel Anonymisierung bei uns. Da braucht es keine GPU, um das laufend zu machen. Das funktioniert auf normalen Prozessoren, weil es wirklich ein kleineres Modell ist, das spezialisiert worden ist. Das ist vielleicht auch eine Ansicht, die wichtig ist, eben Thema digitale Souveränität. Vielen Dank. Vielen Dank auch für den guten Vortrag. Ich hätte eine Frage zur Anwendung von künstlicher Intelligenz in der Verwaltung. Du hast ja sehr viele gute Beispiele aufgebracht, vor allem bezüglich hochrepetitiven Aufgaben eben. Da hatte ich immer so ein bisschen den Eindruck, da geht es um Projekte, da entwickelt man was, auch in Bezug auf Daten, die schon vorhanden sind, in Intranets oder wo auch immer. Wie beurteilst du denn jetzt in der öffentlichen Verwaltung die Verwendung von einem offen zugänglichen Sprachmodell, ChatGPT zum Beispiel, für die Entwicklung einer Medienmitteilung beispielsweise? Insbesondere mit Blick auf die Tatsache, dass wir ja hier in der Schweiz nicht wie in der EU, die haben jetzt ein neues KI-Gesetz verabschiedet, die gesetzliche Regulation eigentlich nicht vorhanden ist. Genau. Zwei Punkte dazu. Erster Punkt: Für die Verwendung von generativer KI innerhalb von der Staatsverwaltung gibt es ein Merkblatt, das sagt, was okay ist und was nicht. Also ihr könnt das verwenden, angewendet auf offene Daten, die ich auch einfach so im Internet finden würde. Ihr dürft das nicht anwenden auf alles, was intern oder höher klassifiziert ist. Ihr müsst sicherstellen, dass sensible Daten aus diesen Texten entfernt werden, bevor ihr sie verwendet. Aber dann sagt das Merkblatt, Stand heute, dann könnt ihr Dinge wie ChatGPT anwenden, weil, das finde ich eine gute Idee, die Idee dahinter ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesverwaltung experimentieren mit diesen Tools, um eben auch ein bisschen herauszufinden, wo machen denn die Dinge Sinn, um überhaupt dann vielleicht so herauszufinden, was für Lösungen will man jetzt tatsächlich selber entwickeln. Das zweite, Regulation.
darf man gespannt warten. Der Bundesrat hat gesagt, bis Ende 2024 will er entscheiden, wie er regulieren will. Ich persönlich gehe sehr stark davon aus, dass er sich somit Zeit geschafft hat, um zu schauen, was mit dem EU-AI-Act geschieht. Wenn der jetzt in seiner Form tatsächlich ratifiziert wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass Ende des Jahres der Bundesrat mit einer wahnsinnig anderen Ausgestaltung für Regulierung von KI in der Schweiz hervorkommen wird, sondern ich gehe davon aus, dass sich das sehr stark an dem EU-Regelwerk orientieren wird. Sehr interessant, also da kommt noch etwas auf uns zu. Ja, noch vielleicht eine letzte Frage, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber die Frage und die Diskussion ist sehr spannend, von dem her machen wir doch noch eine letzte. Ja, vielen Dank. Sie haben KI-Regulierung gesagt. Ich frage mich, wo sehen Sie die Rolle des Urheberrechts hier, beziehungsweise wie sollte Urheberrecht in Zukunft gestaltet werden in Bezug auf Input und Output von KI? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Bezüglich auf Output ist die gesetzliche Lage eigentlich klar. Output von künstlichen, intelligenten, generativen Modellen unterstehen nicht dem Urheberrecht, weil das Urheberrecht zwingend einen Urheber haben muss, der lebend existiert. Und das ist bei diesen Modellen nicht vorhanden. Deshalb fallen diese generierten Texte, Bilder auch nicht unter das Urheberrecht. Worunter sie aber tatsächlich durchaus fallen, sind die Terms of Use der AnbieterInnen, die ihnen diese Modelle zur Verfügung stellen. ChatGPT beispielsweise gibt ihnen Stand heute einfach eine Lizenz und die Lizenz sagt, mach damit, was du willst. Die Terms of Use können aber von heute auf morgen ändern und morgen könnte in den Terms of Use stehen, hey, du darfst das im Business-Kontext jetzt gratis nicht mehr einsetzen, sondern du musst uns $100 im Monat zahlen, ansonsten verletzt du unsere Terms of Use. Auf der Input-Seite völlig ungeklärte Frage. In den USA wird das jetzt gerade an ganz unterschiedlichen Orten geklärt. New York Times hat Microsoft und OpenAI verklagt. Die Writers Guild hat, glaube ich, auch OpenAI verklagt, weil die natürlich zu Recht sagen, hey, in eurem Trainingsmaterial sind urheberrechtlich geschützte Daten vorhanden. Wir hätten dafür gerne eigentlich auch noch etwas Geld. In der Schweiz gibt es dazu Stand meines Wissens noch keine Gerichtsfälle, dass irgendjemand anderes verklagt hätte. Ich gehe aber auch stark davon aus, dass das nicht geschehen wird, weil eine Entscheidung sowohl in die eine wie auch die andere Richtung eigentlich immer ein Problem darstellt. Wenn ein Gericht entscheiden würde, doch, die Urheber, die müssen vernünftig finanziell entschädigt werden, dann ist die Industrie tot, weil sie können bei so vielen Daten, die sie benötigen, können sie Urheber nicht fair entschädigen. Also ist die Industrie gestorben in diesem Land und sie wird irgendwo anders hinziehen. Wenn das aber nicht geschieht und wenn jetzt in den USA Gerichte entscheiden werden, das fällt alles unter Fair Use, dann haben wir eigentlich trotzdem ein Problem, weil dann werden Urheber sicherlich dazu übergehen, ihre Werke nicht mehr oder in einer anderen Art und Weise im Internet zu publizieren, sodass die halt für diese Systeme nicht mehr auffindbar sein werden, was das Internet wahrscheinlich schwerer bedienbar machen wird. Sehr spannende Frage, auch noch ein Moving Target mehr, das sich da bewegt. Ja, Sie können übrigens in der Broschüre, in dieser Public Sector Perspective, Seite 52, haben wir genau zu der Frage ein Forschungsprojekt gemacht, letztes Jahr Marcel und Lara Burkhalter zusammen, weil genau dort ja auch diese Interdisziplinarität zum Zuge kommt von Juristik und Informatik und das ist genau solche Themen, die uns beschäftigen am Institut. Ja, mit dieser spannenden Abschlussfrage nochmal ein Applaus für Marcel für deinen Beitrag.
Du hast das super gemacht. Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg bei uns am Institut, an der BFH. Sie alle, wir alle sind jetzt eingeladen zu einem Apero. Wir dürfen jetzt draußen uns etwas entspannen von dieser akademischen und technisch anspruchsvollen Welt. Ich lade Sie herzlich ein. Vielen Dank an dieser Stelle aber auch noch an Helen Alt, Organisatorin für Events und Kommunikation am Institut. Und schön, dass Sie da waren. Genießen Sie den Abend noch bei diesem schon fast frühlingshaften Wetter. Und dann gehen wir doch draußen in die Pause oder in das Apero. Merci.